Haben jetzt Zeit gehust, mit den Zwergen genommen, Hobbits und Eladum. Eladum, ja, schon am Anfang versprochen. Zum 69. 69. Part von Minecraft Arno. Ja. Nee, ist klar. 69, ach du Scheiße. ja, genau. 69, ach du Scheiße. Und damit beginnen wir diesen wahrscheinlich sehr legendären. Oh, ich sterbe hier gleich, ich gehe hier gleich drauf. Nicht schlimm, ich habe ein Bett in der Nähe. Womit wir hier beim Thema dieses Parts wären. Aufgebaut. Nee, damit ich, wenn ich sterbe hier, na, dann muss ich vielleicht am Abend vielleicht hier einmal nochmal schlafen, bevor ich hier drauf gehen kann. Ja, und irgendwie muss ich ja den Hoffnungen der Leute, die die Zahl 69 im Titel gesehen haben, gerecht werden. Also Plan für den heutigen Part. Ich lese euch jetzt mal ein paar Schmuddelwitze vor und perverse kleine Witze, damit auch die Perverslinge da draußen, die sich mit der Zahl 69 und bei dem sicherlich sehr lustig gestalteten Thumbnail einiges erhofft haben, damit auch die mal befriedigt werden. Und da wird es gleich Nacht, es wird dunkel. Dann gehe ich mal pennen und ich habe hier schon meine Seite geöffnet. Perverse Witze. Nicht Slash, sondern Strich, Minus, Twitze, T-Witze, also mit T davor und die Witze. Ja. Mal schauen, wie unlustig das wird. Ach, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder in meiner Butze hier. Ach, Mann. Ich muss erst woanders, ich muss erst in dem Bett dort schlafen drüben, damit ich dann hier wieder in der Nähe spawne. Oh ja, hier habe ich offscreen schon ein bisschen was abgearbeitet. Also, ihr wollt schlechte, perverse Witze hören. Ich hoffe, ihr wollt das nicht. Ich hoffe, die meisten von meinen Zuschauern wollen das nicht. Und ja, deshalb halte ich das jetzt, halte ich mich kurz. Soll mal kurz hier schlafen gehen. Erstmal mich hier aufs Schlafen gehen konzentrieren. Ganz das Motto dieses Parts. Er hat schlafen gehen gesagt. Heute auch mal ein bisschen rumblödeln. Ja, hier habe ich das Bett versteckt. So. Einmal hier gespeichert. Den Checkpoint. Dann wache ich im Dunkeln auf. Du kannst nachts schlafen. Ja, ist klar. Oh, wo ist mein Holz? Mein Holz ist da ganz unten. Oh, weil, das kriege ich doch nie wieder. Hier haben wir noch ein 64er Stack. Naja, ich muss das Bett wohl doch mitnehmen. So, perverser Witz Nummer 1. Ich lese mal vor, damit ich es hinter mich bringe. Du! Mami, Matthias spritzt mich am Morgen im Badezimmer immer an. Spritz doch zurück. Wie denn? Ich bin doch ein Mädchen. Der Witz ist nicht nur pervers, sondern auch sexistisch. Darf ich mal lecken? Ich halte sogar dein Eis. Autsch. Wie heißt die Frau vom Eskimo? Eskimöse.
Nee, ist klar. Was haben wir hier noch? Warum ist eine Frau der beste Motor? Sie passt sich jedem Kolben an, ist selbst schmierend und alle 4 Wochen automatischer Ölwechsel. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Ich glaube, die sind einfach nur sexistisch, diese Witze. Ah, da ist mein Zeugs. So viel dazu. Bist zur Hand auf den Boden aufgeschlagen. Okay. Das sind, glaube ich, einfach nur schlechte Witze. Was ist der Unterschied zwischen erotisch und pervers? Erotisch ist, wenn dein Freund den Slip gegen die Wand wirft. Pervers ist, wenn er stehen bleibt. Schwerer Seufzer. Dieses Video ist eh schon ab 18. Ich habe es vorher gekennzeichnet. Ich habe eine kleine Kennzeichnung vorher reingemacht. Ja, dieser eine Part. Was ist der Unterschied zwischen Katja Krasavice und einer Waschmaschine? Die Waschmaschine ist ein Dingsbums und Katja ein Bumsdings. Autsch. Die Witze sind so blöd. So, ich suche jetzt mein Zeugs. Das muss doch hier irgendwo rumliegen. Hier so. Okay, die Batterieleistung der Konsole lässt nach. Ich hoffe, es reicht noch. Für den Part 8 hier liegt Stein. Ich bräuchte ein bisschen Holz. Naja, ist hier überall. Warum diese ganzen Unterschiedswitze hier? Was ist der Unterschied zwischen einem Fußballer und einem Fußgänger? Der Fußgänger geht bei grün, der Fußballer bei rot. Okay. So, 60 Holz. Hier noch ein bisschen was abbauen. Das müssen wir, glaube ich, in der Werkbank dann wieder zusammen craften. Perverse Witze, Ziege. Was? Der Richter zum Bauern, sie wären beschuldigt, Sex mit einer Ziege gehabt zu haben. Wie war es wirklich? Der Bauer, nicht anders als mit meiner Frau, die meckert auch immer. Ich sag doch, die sind nicht pervers, die sind einfach nur sexistisch. Die sind einfach nur verdammt dreckig sexistisch, diese Witze. Diese Webseiten kennen den Unterschied nicht. Na gut, der letzte. Der letzte. Das Ganze hier ist das letzte. Aber gut. Dirigent zum Orchester. Meine Herren, wer noch keinen Ständer bekommen hat, geht sofort nach oben und holt sich einen runter. Gott ist der alt. Den haben wir schon in der ersten Klasse gerissen. Oder in der zweiten oder in der dritten, keine Ahnung. Ich glaube in der ersten noch nicht. Aber den hat schon meine Oma gerissen. Ja, meine Oma wahrscheinlich eher nicht, aber mein Opa. In seiner Grundschule, in seiner Jugendzeit. Sagt ein Eichhörnchen zum anderen,
Mann, um deine glänzende Eiche bist du echt zu beneiden. Wie das andere, du solltest erstmal meine Nüsse sehen. Und damit bin ich raus, meine lieben Freunde. Damit mache ich diesen Scheiß jetzt hier fertig. Das war's dann mal mit den Sexwitzen hier in diesem Video. Ja, der Zombie sagt schon richtig. Ganz meine Meinung. Ich glaube, das andere Thema, was ich besprechen wollte, das schneide ich jetzt einfach raus. Auch, dass ich das vorhin gesagt habe. Dass das vorhin erwähnt wurde. Ich kann jetzt nicht über andere Themen reden. Machen wir im nächsten Video. In Part 70 können wir dann über das andere Thema reden. Meine Fresse. So, Handwerk können wir daraus. Ja, können wir Bretter machen. Das ist doch nice. Eichenbretter. Nicht wegschmeißen. Ach so, ist die Springtaste. Hatte ich kurz mal vergessen. Ja. Für alle unaufgeklärten Leute da draußen, die sich jetzt die ganze Zeit wundern, warum liest der Typ da perverse Flachwitze vor. Part 69. Das ist, also Part 69 ist eine Sexstellung. Es gibt eine Sexstellung, die heißt 69. Deshalb ist das wohl für einige Leute besonders lustig und ich weiß auch nicht. Ich wollte mal irgendwie mit dem Mainstream schwimmen. Ich wollte mal, verdammter Gruppenzwang. Der 69. Part muss halt irgendwie, ja. Muss halt mit Sexwitzen sein. Ja, ihr könnt. Es ist euch erlaubt, diesen Part auszusetzen und den nächsten Part wieder einzuschalten. Ich meine, wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, wenn ihr das jetzt guckt, dann habt ihr euch eh schon die ganzen Witze angehört und dann ist es eh zu spät für euch. Ihr Perverslinge. Ganz im Ernst, wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, hat entweder vorgeskippt oder hat sich bereitwillig. Wie viel habe ich jetzt vorgelesen? Mindestens mehr als 10. Das waren bestimmt mehr als 10 Flachwitze. Also wer jetzt hier dieses Gerede anhört, hat sich die Witze angehört oder hat dreisterweise vorgespult. Vorspulen ist scheiße. Macht man nicht. Obwohl bei diesem Part kann ich es verstehen. Kann ich es akzeptieren. Ja, der Weg dauert länger nach oben. Logischerweise als nach unten. Ja gut, was ich nur sagen will, wenn wir hier direkt weitergebaut hätten, ohne das Zeug zu holen. Ich glaube, wir hatten eh keine Holzdingens mehr. Dann wären wir auf jeden Fall jetzt schon mal weiter. Gestein abbauen ohne Spitzhacke ist auch nicht das Leichteste. Tut vor allem dem lieben Steve in der Hand weh. Ja, die Witze taten auch weh, nicht in der Hand, aber im Herzen. Und da wird schon wieder Nacht. Ich weiß auch nicht. Wieso macht man sowas? Wieso mache ich sowas? Wieso? Ja. Vielleicht fand es irgendjemand lustig. Vielleicht hat es mich trotzdem irgendwie gefallen. Wenn nicht, ja, der eine Part. Wird noch genug andere Parts geben, in der wir gehaltvolle
Themen ansprechen können. Ja, kann ich auch schon mal anteasern im nächsten Part. Dann ein anderes Thema. Im nächsten Part wird es dann um Schulnoten gehen. Da will ich ein bisschen über Schulnoten reden. Das Thema regt mich in letzter Zeit ein bisschen auf. Da will ich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und da ein bisschen, ja, vielleicht kleinlich Aufklärungsarbeit und da ein bisschen was mal vermitteln hier im Part. Wie das da so ist. Also kann man sich die nächsten Parts durchaus geben. Nicht so wie diesen hier. So jetzt hier nicht runterfallen. Bin schon zu oft runtergefallen. Beim Bau dieser Brücke. Viele tote Zwergis bei diesem Bau. Aber wir sind auch schon weit gekommen. Wir sind schon voran. Naja, also nicht sehr weit, aber sind schon Stücke. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von Sexwitzen haltet. Fandet ihr das lustig? Vor allem, was haltet ihr von den Witzen, die ich da vorgelesen habe? Ich glaube, die meisten waren einfach nur sexistisch. Und sowieso ziemlich flach und geschmacklos und blöd. Ja, was soll's. Da baue ich halt hier noch ein bisschen weiter. Oh, ins Wasser. Puh, zum Glück. Gerade noch gut gegangen. Ja, ich baue mich jetzt hier mit einem Erzturm einfach nach oben. Von den Bäumen aus wahrscheinlich. Das muss ich dann im Nachhinein alles wieder abtragen. Das sieht so ein bisschen blöd aus hier in der Landschaft. So, wie komme ich am besten jetzt nach oben? Schon zu oft runtergefallen. So, hups, hier hoch. Da sind wir dem ganzen... Oh, ich habe keine Erz. Zeugs mehr. Muss mich mit Steinen hier hochbauen. Sieht noch blöder aus. Hauptsache, wir kommen hoch. Da bringt er mich hier auf die Palme. Ach so, da. Da drüben. Bin schon fast auf dem Level. So. Gefährlich. Und Geronimo. So. Weiter geht's. Ach, da sind wir gleich schon drüben am nächsten. Achso, nee. Achso, das ist das. Das ist das. Da waren wir schon. Wollte mich schon freuen, dass wir angekommen sind. Hier lang müssen wir. In die Richtung. So. Oh. Ja, gut, da war meine Konsole alle. Gut, jetzt ist der Part nur knappe 20 Minuten lang. Naja, ist nicht schade drum. In diesem Part war ja eh nichts Gehaltvolles. Naja, dümmlich nach oben soll es euch irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Naja, Intro und Outro noch dran, dann haben wir locker 20, 22 Minuten und so weiter. Ja, habt ihr trotzdem noch einen angenehmen fürstlichen Tag, trotz dieses, naja, ein bisschen ulkigen, bedepperten Videos. Alles klar, Digga! Morgen kommt wieder was Besseres. Musste auch mal sein. Ein bisschen rumblödeln. Haut da ran, ne?